Hey, liebe Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir wollen eine kleine Ankündigung machen und zwar heute gibt es eine ganz fantastische Ausgabe von Pfiffige Ziffern. Heute mit dabei Lars und Florentin und die ist ganz schön pfeffrig, die Folge heute. Erst die zweite Hälfte dann. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Mit Lars Paulsen. Ziffern. Willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Eine wunderbare, fantastische Sendung. Und erstmal müssen wir natürlich dieses fantastische Bild loben. Denn, vielleicht haben es manche von euch nicht mitbekommen, letzte Woche war, oder vor ein paar Wochen schon, in der Last Week Tonight mit John Oliver Folge, ging es tatsächlich um die Banana Duck. Und da hat hier ein wunderbarer Zusammenstoß, ein dimensionaler Schaschlikspieß, der quasi fünf Dimensionen gleichzeitig durchstoßen hat. Wir haben hier einmal den Seriously Lars, die pfiffige Ziffernente und dann diesen jungen Herrn hier, den ich das zugeordnet habe. Das bist doch du! Ach, das bin ich! Ach ja, witzig, wild. Schön, dass ihr mit dabei seid. Zeit, pfiffige oder? Ziffern, ich habe keine Ahnung. Lippenstift immer verwendet habe und so vor der Seriously-Folge. Ey, aber mal ganz ohne Witz, ne? Das haben schon wir groß gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich finde immer gut, dass er danach immer wieder aufgetaucht. Dass John Oliver den gleichen Kreislauf durchgemacht hat wie wir. Erst Hoffnung, Freude und dann Enttäuschung, weil sie so klein ist. Aber so eine große hat John nicht. Ne? Aber warte mal, dann willst du sagen, dass der gar nicht unsere Folge geguckt hat, oder was? Nein, davon geht nicht aus. Der hat nicht pfiffige Ziffern? Du meinst nur, weil er Seriously geschaut hat, dass er dann auch... Ja, ja. Nein, er hat mir ja damals geschrieben. Ja, pfiffiges Konzept. Ob wir nicht, so ein YouTube-Kollabo machen wollen, hat er gefragt. Genau, ich mache ein bisschen was. Ich fange an mit dem Video und dann sage ich, wenn ihr mehr sehen wollt, klickt bei John Oliver. Und dann hat John Oliver das auch gemacht. Oder ihr teilt, macht drei Teile. Seriously, John Oliver und Trashpack. Mr. Trashpack, ja. Und dann könnt ihr euch alle... Und Mr. Wissen to go und so. Und das sind die vier großen Stars. Die wahren Stars sind heute bei uns natürlich die Geldscheine, die bunten, die wir so lieben. Money, money, money. Das Geld muss raus, das Geld muss weg, das hart verdiente. Und wofür wir es ausgeben, das sehen wir heute in Pfiffige Ziffern. So funktioniert's. Was ist Pfiffige Ziffern? Florentin und Lars sehen sich Produkte auf Amazon an. Raten die Preise? Amazing! Okay, sorry, da war jetzt ein lautes Dröhnen. Ist ein schönes Konzept, kann man auf jeden Fall mal machen. Wir schauen rein, ein schönes Konzept ist natürlich auch erholsamer Schlaf, aber manchmal ist er ein wenig zu erholsam und deswegen brauchen wir alle gute Wecker, die uns wieder rausreißen und wieder zurück in die Erwerbssklaverei stürzen und dazu braucht es ausgefeilte technische Mittel, wie zum Beispiel diesen herrlichen Wecker auf. Ist das das kürzeste, ist es die kürzeste Es ist wirklich sehr kurz, prägnant. Glocki Wecker auf Rädern, schwarz, Punkt. Ja, mehr. Nicht irgendwie Uhr aufzeigen, Badezimmer, ja, ja, Frauen, ja, Männer, ja. Badezimmer, aufwachen, Schlafzimmer, aufwachen, wach auf, wach endlich auf. Schnell aufwachen, die Erwerbsarbeit wartet, Punkt.de, sowas in der Richtung. Ich mag sowas, ja. Also die Grundidee, dass man eben aufstehen muss für seinen Wecker, finde ich natürlich eine absolute Hölle. Aber wahrscheinlich werde ich das früher oder später auch mal machen. Okay, also jetzt erklär mir ganz kurz. One Snooze, Laut Alarm, Jumps, Runs. Also der springt und fährt weg? Ne, haut ab. Haut ab. Also einmal Snooze finde ich ja ganz nett. Du darfst einmal snoozen, aber dann ring, ist er weg, oder was? Dann musst du hinterher. Ja gut, der Hund wird natürlich den Wecker fangen. Moment, also der Wecker klingelt, du snoozt. Ja. Dann... Ich schätze mal, dann klingelt er nochmal. Wenn du dann nicht auf Stopp klickst, wahrscheinlich hast du nochmal 5 Sekunden Zeit. Ich weiß es nicht genau. Dann haut der ab. Aber guck mal, das sieht aus, als hätte der sich ein bisschen in seinen Wecker verliebt. Es klingt für mich so, als hätte der eine gute Alternativstrategie gefunden. Wenn ich den die ganze Nacht lang in der Hand halte, dann kann der so viel fahren, wie er will. Der entkommt. Ja. Die Idee ist, dass man aufstehen muss oder und dann ist genau. Man wach und dann. Okay. Nee, also es wird ja. Die haben alle nicht wirklich geschlafen. Okay, wow. Wie nervig kann dein Sound sein? So Star Wars-mäßig oder was? Um ihn zu finden, der haut richtig ab. Ja gut, aber wenn er das Zimmer verlässt, dann schlafe ich weiter. Dann soll der doch nochmal Brötchen holen gehen. Er fährt ja zur Arbeit und du musst ihm hinterherlaufen.
Also es gibt ihn in vielen witzigen verschiedenen Sorten. Hier geht es um das schwarze Modell Digital Raider. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Der ist aufgestanden und hat meinen Sohn überfahren. hat ein komplettes Haus verwüstet, nichts mitbekommen. 3 von 5. Zum Verschenken nur bedingt geeignet. Schreibt, was brauche ich heuer? Das Ding ist so geil, aber wer den verschenkt, macht sich unbeliebt. Meiner hatte nach 10 Minuten leichte Hundebissspuren an den Rädern. Ich habe noch nie einen so entsetzten Hundeblick gesehen, als Glocki ihm über die Pfoten gefahren ist. Alleine das war es wert. Das Ding ist so geil, schreibt er. Das ist echt geil. Das Ding ist so geil. Ja, also die Leute sind zufrieden. Berichtet, dass sie aufpassen muss, wo Glocki hinrollt. Ein schöner Bericht. Hat sie das schriftlich auch nochmal? Erweckt! Nicht mehr. Ich habe mir diesen Wecker gekauft, um mich aus dem Bett zu schmeißen und genau das tut. Der Glocke gefällt mir wirklich gut, er reist überall mit hin und verschreckt die Nachbarn. Er ist ein kleiner Treuer. So ein Quatsch. Wie, der fährt da wirklich weg oder was? Was aber warum denn nur 2 Sterne? Ja, weil er tot ist. Nach 3 Monaten ist er vorbei, der ist gestorben. Update! Glocke ist kaputt! Leider funktioniert sein Ton nicht mehr. Das ist sehr schade. Keine Ahnung, was nicht in Ordnung ist. Werde mir demnächst mal darum kümmern und schauen, ob ich noch Garantie habe. Aber der Lebensdauer von 1,5 Jahren ist schon nicht so toll. Vor allem, da er längere Zeit nur als Uhr und nicht als Wecker in Betrieb war. Vielleicht hat er es verlernt. Aber schmeißt den doch nicht gleich raus, nur weil der nicht mehr quietscht oder was. Der hat ja 1,5 Jahre hat er neben deinem Bett geschlafen. Glocki kostet ein Zwanni, 19,99 €. Ist das deine Schätzung? Ja. Das ist deine Schätzung für die Glocki? Wirklich. Ja, da gibt's ja einige Wecker, auch wo man so eine Matheaufgabe lösen muss, damit er aufhört zu klingeln. Irgendwie halt so dieses ganze, ich sag, schmeiß dich aus dem Bett oder du führst einfach ein gesünderes Leben. Wie wär's damit? 29,99 €. Oh, spannend. 29,99 €. Ich sag 19,99 €. Also 20 zu 30. Nur einer sieht sich als Gewinner. Bitteschön. Und es sind 39,99 €. Aber da waren wir dann doch schon ganz relativ nah dran. Ganz schön knapp. Was die 9, ganz die Anzahl der 9. Wieso kosten die anderen 3 € mehr? Und der eine sogar noch mal deutlich mehr. Oh, wow. Ich muss mal ganz kurz das Tool neu starten. Das kaputt. Oh nein. Das Tool wird neu gestartet. Wir finden das Moment, aber warum ist der jetzt so teuer? Tja. Aber der hier, laut Cool Fun, wird springen. Ja. Der wird springen, ich sag's euch. Das ist eine Warnung. Wird springen und sich bewegen. Rolf. Das sind 2 einfach, oder? Deswegen 69. Ich glaube ja. Kann auch sein. Also, wir gehen weiter und zwar mit dem Warenträger als Dekobrücke Schuhständer nicht aus einem Plexiglas. Depp. Und ich würde sagen... Wir wurden doch gewarnt. Ach so, sorry, ich dachte, du meinst das Punkte-Anzeige-Tool. Sorry, Entschuldigung. Nee, jetzt können wir alles wegmachen. Ja, doch, ihr könnt weitermachen. Ich starte das hier neu. Ja, aber hier werden halt die Preise schon gezeigt. Nein, ich hab's nur nicht ausgeklickt, glaube ich. Ja, aber jetzt ist alles vorbei, glaube ich. Jetzt ist Nein. Ich hab's nur... Jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist das Tool weg. Ey, jetzt ist alles vorbei. Und mach doch mal Augen zu und klickt mal weiter. Wir machen das so wie früher. Ja, ist raus, könnt weitermachen. Okay, gut. Also was hat 9 € gekostet? Können wir da nochmal... Der Warenträger als Dekobrücke. Ist das nicht dein Seriously-Tisch? Stimmt, der hat schon mehr als 9 € gekostet. Moment. Warenträger als Schuhständer. Das ist, glaube ich, für Firmen, Einzelhandel. Ah, für Schaufenster und sowas. Okay. Ja, oder auch drin. Wunderbar. Und für einen 10er, kein Problem. Wir schauen uns aber den Däuber Stehtisch Quattro XXL Biertisch. Sonnenschirmständer klappt. Da kannst du seifen. Da kannst du Saffer und da kannst du. Oh, aber warum genau? Weil du hast ja eigentlich nicht wirklich Platz gewonnen. Du hast nicht wirklich Platz für viele Leute. Obwohl. Ja, es ist eine dynamischere Party, ne? Man steht, man geht, man kickt mal einen Ball rum, man rennt einem Wecker hinterher und am Ende stellt man sich wieder zu seinem kühlen Bierchen in die Sonne. Toll. Ich wünsche mir einen Film, der nur an so einem Tisch spielt. Ja. So ein kleines Kammerspiel oder ein Theaterstück, Kammerspiel. Einfach mit so einer Bierbank. Da kann man doch was schreiben, oder nicht? Ich glaube, es ist sehr spannend, genau zu wissen, wer steht wo. Mit wem, weil du kannst ja gegenüber Gespräch führen, links oder rechts. Du hast mehr Optionen, glaube ich, an einem Tisch. Ich glaube, es ist echt ganz gut, Talkshow, wenn du so gegenüber sitzt. Es ist ein Talkshow. Es könnte echt eine Talkshow sein. Ja. Dann, ja, die Positionen wechseln und so, da musst du die Meinung nochmal ändern, irgendwie sowas. Naja. Finde ich echt gar nicht schlecht, so als Steh-Talkshow.
Ja, finde ich gut. Also, hier, Finger weg. Mieseste Qualität. Ist absolut mies. Passgenauigkeit, Verarbeitung, Qualität, kein Punkt. Ich bin übrigens kurz davor gewesen, jetzt auch mal eine Produktrezension zu schreiben. Ja, warum? Bei wem? Also eine schlechte Produktrezension. Bin ich auch kurz davor gewesen. Und zwar, ich bin ja ein Brotbäcker geworden. Und da gibt's diese... Also ich habe so ein Set dann halt gekauft und unter anderem hat's... Hast du wirklich zu viel Zeit? Also ist es... Du weißt schon, dass sowas wie Filme, Videospiele, Bücher existieren. Ich kann mir das nicht leisten, Brot zu kaufen. Ich muss Brot backen. Okay. So. Und da gibt's so Rasierklingen, damit du das anritzen kannst. Ich versuche mich einfach gerne aus und ich will einfach ein bisschen für meine Familie was Tolles leisten. Deswegen habe ich angefangen, Brot zu backen. Und dann habe ich diese Rasierklingen auch bekommen. Und die sind so labberig. Ja. Und das ist, glaube ich, schon auch gewollt. Ich habe dazu nichts gefunden. Ich habe halt immer gegoogelt. Labberige, quaddelige, schmabbelige Rasierklingen findet man nicht aber so viel zu. Du musst jetzt, das ist ja ein weicher Teig, der ist ja nicht so schwer zu schneiden, oder? Nee, deswegen, du brauchst eine Rasierklinge, ja, sonst wird es nicht ordentlich. Naja, und die sind so schlabberig, das soll, glaube ich, so sein, aber die sind so schrottig, die sind also so stumpf, dass man eigentlich lieber seine Fingerspitze nimmt als das. Und da habe ich geguckt, ein paar Leute haben tatsächlich das auch so gesehen. Und da hast du eine kurze Rezension, aber hast dann doch... Ich bin kurz davor. Ja, hier hat auf jeden Fall ein paar schlagende Beweise gefunden, dass das so nichts funktioniert. Weißt du, du hast dich früher mal bei mir beschwert, ich hätte keine Hobbys. Jetzt habe ich ein Hobby nach dem anderen, Likör ansetzen, Brot backen, ja, einwecken. Hast du Rentner-Hobbys? Ja, immer das Hobby machen. Du warst ein cooler Typ, du warst irgendwie tauchen oder Volleyball spielen, dann mal was Aktives, Bungee-Jumping oder Neuseeland, Fisch ausgenommen und so. Vorbei! Die Zeiten sind vorbei. Wem soll ich denn jetzt noch was beweisen? Außer dir, dass ich dieses Produkt richtig errate. Wir sind bei 120 Euro. Wow, guck das mal an. Das ist cool. Zeig noch mal, wie es von links aussieht, weil hätte mich schon noch mal interessiert. Die linke Seite. Zeig mal die andere. Hier die rechte Seite. Ah, okay. Mhm. So unnötig 360-Grad-Dings da draus zu machen. Naja, aber jetzt wissen wir es, ne? Wie jede Seite aussieht. Wie funktioniert sowas? Ich weiß es nicht. Naja, okay. Ich glaube, das kostet 59,99. Nein. Ich war mit meinen 120 noch zu niedrig. Sage ich dir leider. Du sagst 120? Ja. 59,99 und es sind... Oh! Oh, da liegt was auf der Bierbank, sage ich euch. Und es ist kein Bier ausnahmsweise, es ist kein helles, nein. Es ist ein genauer Treffer. Oh, bei so einem hohen Preis auch noch fast richtig geschätzt. Das ist schon eine starke Leistung. Weiter geht's mit dem Powerbear Gamer Power-Up. 4x125 Gramm Gummibärchen in Tetris-Formen. Wie wird denn das Bär geschrieben? Powerbears? Das ist eine Mischung auf Deutsch, aus Deutsch und Englisch. Oder meinst du, es ist ein Fehler vielleicht? Ja, Bears. Fehler? Bears. Und hat es teilweise versucht zu übersetzen. Aber ist ja jetzt nicht die dümmste Idee, die ich in meinem Leben je gehört habe. Also quasi Gummibären, aber halt in Tetris-Format, oder was? Ja, ist durchaus eine gute Idee. Warum sind jetzt nicht so ein paar Gummibären reingeshoppt? Der isst die ja gar nicht. Wir schauen rein. Aber Gamer mögen das. Yes! Ah, nein, Gamer oder sowas. Oder? Tetris ist uralt. Hör auf jetzt. Okay, Johanna, es ist nicht mehr mein Game. Es ist deine Verantwortung. Ich hab dir gesagt, hol den Irren nicht. Es ist ein russisches Volkslied. Hol den Irren nicht rein in die Sendung. Ich hab's euch gesagt. Das ist kein Übersetzungsfehler, das ist sogar gewollt. Aber ist ja tatsächlich... Also, ich finde die Idee wirklich witzig. Ich sag, das ist das Undercover-Produkt. Könnte schon sein. Das klingt nach einem... Aber, und die Idee ist, da sind Vitamine drin und... Aber wie wäre es denn eigentlich mit Energy-Gummibärchen? Also Energy-Drink-Gummibärchen, das wäre für Gamer doch eigentlich auch ideal. Gamer dürfen noch nie müde sein. Nee.
Aber man, gibt's nicht irgendwas, wo man dann seine Hände nicht schmutzig macht? Weil die kleben doch dann immer so, ja, oder? Wenn man dann als Gamer. Du meinst den Snagger. Ja, du kriegst Snagger. Du die Tee, den musst du erst so in den Snagger reinordnen. Rein, und dann schmilzt es da drin im Snagger, ja, und dann ist der Snagger kaputt. Also, ja, ist ganz süß, ne? Haben wir hier überhaupt einen Preis? Ist nicht vorrätig. Müssen wir. Komm, wir schätzen trotzdem mal. Wir schätzen mal, du hast ja die Undercover-Karte gezogen. Wie viel sind das? 4 × 125 Gramm. Dann sind wir bei 23,99. Nein, wir sind bei 11,99. 11,99 zu 23,99. Wir schauen nach. Ja, kein Preis. Gut. Aber warte, ist das alles komplett verhext? Ich habe noch die Zahl aus der Recherche. Wollt ihr die haben? Oh, oder? Ja, bitte? Ja, aus der Recherche. Naja, aber wer... Okay, zählt nicht. Zählt nicht, aber Johanna, wir hören es uns trotzdem. Wir hören es an. Einfach, weil wir interessierte Jungs sind. Ja. Also, als ich es rausgesucht habe, waren es 13,67 €. Okay, oh. Punkt. Du bist so schlecht. Da oben steht übrigens das Achtfache, also Doppelte wäre 27,99. Das Doppelte, ja. Ja. Okay. Okay. Aber ein witziges Produkt, warum nicht? Keine Ahnung. Macht, was ihr wollt. Ja, aber dann willst du jetzt doch den Punkt. Ich weiß es nicht. Nein, nicht, dass hinterher heißt. Nee, weil Johanna hätte ja sagen können, was. Punkt jetzt Chulovs elektrischer Dosenöffner, Küchenhelfer robust. Automatischer Dosenöffner für neue versiegelte Gläser. Freihändige Dosenöffner mit wenig Aufwand beim Öffnen weiß. Ja, das kann man natürlich als Wegglas-Fetischist kann man das auch gebrauchen. Nicht wirklich. Kriegt man, ganz, so richtig hart kriegt man ganz einfach auf, eigentlich. Ich weiß auch nicht. Ich habe doch noch nie ein Wegglas in der Hand gehabt. Ich tue doch immer nur so. Ja, also es ist schon. Ich war früher immer stolz als Kind, dass ich die Dinge aufgekriegt habe und dann hat man mir immer das Gefühl gegeben, besonders stark zu sein. Das zieht heute auch noch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall, das ist ein urmännliches Bedürfnis. Ja. Früher musste man den Bären jagen, heute. Heute reicht das. Das Glas aufschrauben. Ja, vor allem auch das Geräusch ist ja wesentlich more rewarding. Wie heißt es? How you say in German? You know? Befriedigend. Ist es befriedigender, wenn du diesen hörst im Gegensatz zu einem toten. Oh, warte mal, aber ganz kurz, jetzt, wenn sich das so zusammenzieht, guck das mal an. Oh, das umarmt dich so richtig fest. Aber das klingt mir so ein bisschen nach einer Übertechnologisierung, oder? Ich denke jetzt, ich denke jetzt halt an Rentner einfach, ne? Also denk dran, ne? Deutschland besteht zu 50% aus alten Leuten. Ich finde es gut, dass du auch mal an die Rentner denkst. Und sowas, glaube ich, kann man ohne Witz gut der Oma schenken. Also völlig ohne Witz einfach Oma zu Weihnachten, zum Geburtstag. Weil gerade alte Leute, vielleicht sogar alte Männer, ne? Männlichkeit, immer so ein Ding. Du hast nicht mehr die Kraft, du traust dich nicht zum Nachbarn zu gehen. Und dann sitzt du da als Rentner mit deinem Glas, kriegst es nicht auf und hast Hunger. Ja, aber so, und dann, ich glaube, wenn dann so ein Teil kommt, dann ist, dankst du dich, sagst, ach, das brauche ich doch nicht. Aber du hast es schon mal im Schrank. Finde ich gut. Aber dann habe ich noch einen Tipp. Mach das Produkt doch, so, designt es doch so, dass es aussieht wie eine Hand. Meine Güte. Dann kann der Opa aber sich das reinstecken, dann steckt es so raus und dann sagt er, ja, natürlich kann ich das noch aufmachen, easy. Okay, ja, aber dann dreht er seine Hand einmal um 360 Grad, was ein bisschen weird rüberkommen könnte, aber Opa schafft's noch. Danke, Opa, bist du noch stark. Gut, ist ein gutes Feedback, gute Notes. Ja. Warum sieht es nicht aus wie so eine, Hand. So eine schöne Hand? Ja. Ja. Sind die Leute begeistert? Offensichtlich, ne? Ja, ich find's sogar geil, dass das ist von Chulos und die haben extra Glas, auf dem Chulos steht. Das ist ein Honig mit Orange. Aha. Ein Orangenhonig von ja, was steht hier? Das irgendwie. Chulos. Chulos, aha. Also da war ja wirklich der die Khmer-Schrift oder was? Das ist hier die Khmer-Schrift. Das ist die alte antike Schrift der Khmer, die hier einfach mal benutzt wurde. War, oh. Ja, so alt und antik ist die gar nicht. Wird auch heute noch gesprochen. Geschrieben. Helga schreibt, Arthritis. Kraftlose, schmerzhafte Hände können auch mit anderen Hilfsmitteln nicht geöffnet werden. Siehste. Kein Problem mit diesem. Nochmal bitte. Kraftlose, schmerzhafte Hände können auch mit anderen Hilfsmitteln nicht geöffnet werden. Hm. Ja, das ist. Mein Gott. Das ist einfach. Mensch, das ist eine alte Frau. Jetzt zweimal mach dich falsch abgebogen. Mach dich nicht lustig. Kein Problem. Helga, mit weiter diesem, so. Absurd, ich bin auf der Seite von Helga. Helmut S. Es funktioniert. Yay! Ja, meiner 93-jährigen Mutter, genau. Und mich damit furchtbar blamiert. Warum? Moment mal. Beide waren unbrauchbar. Deshalb habe ich sie wieder zurückgeschickt.
Ich hatte sie A, weil sie unbrauchbar waren. Von diesem Gerät bin ich bisher absolut begeistert. Das macht, was es soll, und das ist absolut perfekt. Bevor ich es zum dritten Mal meiner Mutter schenke, werde ich sie doch noch ausgiebig testen. Aber woher kommt dieses Produkt? Weil er schreibt, einmal kam das aus China, einmal aus Deutschland. Die hat er beide zurückgeschickt. Ja, aus Khmer. Aus Kambodscha. Top, top, top. Mega genial. Wir sind top zufrieden. Also Nicole ist einfach begeistert. Ich finde es ja geil, wenn so ein kleines Land müsste sich eigentlich spezialisieren auf irgend so ein Gadget. Ja. Und das, wo man weiß, das kommt halt aus Kambodscha. So, aber dafür ist Kambodscha bekannt. Weißt du, ja. Deutschland ist bekannt für Autos, Südkorea für die Chips. Und also nicht für Kartoffelchips, sondern um jede Chip. Und die sind bekannt für ihre Dosenöffner. Ja. Finde ich nicht schlecht. Ich finde es aber alles in einem tolles Produkt, muss ich sagen. Also wie das dazu zupackt, finde ich, sieht gut aus. Und wenn es funktioniert, gut. Ich glaube, welches Land wollen wir groß machen? Wir beide. Marketingtechnisch. Oh, komm, dann noch mal schön. Liechtenstein. Welches Land ist denn wirklich für gar nichts bekannt? Ungarn oder so. Ja. Ja. Gulasch. Welches Land ist für nichts bekannt? Für gar, naja, so irgendeine karibische Insel wahrscheinlich. Aber ja, so die Marshallinseln. Können wir da nicht mal. Gut, also ich glaube, das ist relativ schäbig verarbeitet und kostet gut und gerne 15,99 Euro. Litauen. Ja, das sind so winzige Länder, die kriegen das so in die Industrie nicht aufgestellt, dass die für die ganze Welt Dosenöffner. Dosenöffner ist nicht so groß. Da kriegst du schon eine Fabrik zusammen. Dir geht's doch um die Lagerstätte, oder nicht? Ja, mir geht's um die Lager. Okay. Um die Logistik. Okay, was kostet so ein Teil? Ich sag 15,99. Ich finde es nicht schlecht, die Schätzung. Es wäre lustig, wenn es nicht so verdammt wahr wäre, wie du geierst. Oh, so ein Schwänzchen bist du. Ich sage, du kleines Schwänzchen, dass wir hier bei schon 20 Euro glatt sind. Okay, 20 Euro glatt gegen 15,99 Euro. Wir schauen rein und es sind 24. Warum ist denn alles so teuer geworden? Da hast du nicht den Motor gesehen, das war schon relativ schwer, das zu programmieren. Das war jetzt ich brauche jetzt auch mal ein paar verdammte Punkte. Ey. Kriegst du aber nicht bei pfiffigen Ziffern. Vielleicht hier und da mal einer bei Klicks, aber hier ist nichts zu machen. Samsers faltbare Bluetooth-Tastatur tragbare. Nee, das ist original. Ja, aber von Samsers? Ja, das ist komplett original. Ich habe das gekauft aus Südkorea. Direkt. Auch iOS, so mit einem großen i. Ja, da sind ein paar Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal, dabei. Aber vielleicht ist es ein tolles Produkt. Wir haben allerdings nur 4 von 5 Sternen. Das heißt, bei Amazon ist das schon eine Ultra-Strafe, wenn du nur 4 von 5 hast. Bei so einem Produkt. Also das ist eine Also du weißt noch nicht genau, was es geht. Es geht nur um die Tastatur. Das ist einfach nur ein Bild von einem Smartphone. Oder? Ja, es geht um die Tastatur. Es geht darum, dass du das Smartphone da so hinstellen kannst und dann kannst du damit tippen. Ah, da ist auch noch ein Halter dabei. Halter plus Tastatur. Ah, okay. Das ist eine Bluetooth-Tastatur, tragbare Mitständerhalter, ja. Mitständerhalter. Wie der einfach sein fucking Wasser genießt, oder? Alter. Das ist ein richtiger Wassergenießer. Einfach. Gönn dir. Ich sag einfach, ich brauch das. Wenn ich schreibe auf meinem Smartphone, das ist so ein ICE-Ding, oder? Ja. Wenn du dann wirklich im ICE dann noch irgendwie deine Mail schreibst oder so. Noch effizienter. So Leute, die dann irgendwie sich schwer tun. Also es gibt bestimmt viel, ich denke wieder an Rentner. Ja. Leute, die sich, oder die jetzt halt so 50 sind, aber die irgendwie keinen Bock mehr haben auf dieses Getippel auf dem Smartphone. Ich finde das gar nicht so dumm, ehrlich gesagt. Das gar nicht dumm. Weil ich tippe auch gerne auf dem, also an Orten, wo ich meinen Laptop nicht mitnehmen will. Ja. Zum Beispiel ins Bett. Da nimmt man den zwar mit, aber dann wird der Schoß warm und so. Das heißt, am liebsten ist man ja eh an seinem Smartphone. Und da kann man das verwenden. Und da packst du die Tastatur aus. Da würde ich dann die Tastatur aus meiner Gesäßtasche zücken, so wie hier im Video gesehen, auf dem Foto. Ja, und dann würde ich lostippen. Weil ich bin nicht mehr so, ich mache ganz oft zum Beispiel, anstatt einem Komma mache ich ein Semikolon und so. Ich bin nicht mehr so, so schnell mit dem Tippen. Das ich fände jetzt gut als Rezension, wenn jemand schreibt, coole Tastatur, aber das L fehlt. Einfach ein Buchstabe fehlt. Gewöhnungsbedürftig, aber praktisch von Oliver Scheel. Polar Sturmi, coole, anwenderfreundliche Reisetaste. Ja. Wirklich sehr kompakt. Aber ich habe mir vor 3,5 Monaten auch schon eine gekauft, die leider bereits zerfallen ist. Zerfallen. Die Haltbarkeit ist so ein Haltbarkeitsdatum oder einfach was? So wärmeshalb so. Einfach löst sich einfach auf. Nach 3 Monaten schon.
Gibt es auch jemanden, der das richtig katastrophal fand? Kannst du mal? Tastatur benötigt kernigen Anschlag. Ah, schönes Wort. Ü50, Ü50-Wort. Saldor Fulop, perfect for my needs. Kein Mensch unter 50 hat jemals kernig gesagt. Oh! For quality. It functioned great, but then after a week of inconsistent use, the key stopped working. For example, when I punched the add key, I got Anführungszeichen instead. Kenn ich. Minus key, I got question mark instead. Aber richtig gut wäre, wenn sein Text nahezu unleserlich wäre, weil er selber versucht, gegen diese Tastatur anzukämpfen. I would like to replace it, but already I don't have the packaging. I highly recommend that you do not buy this product. Ich finde es gut, wenn Leute sich um uns Sorgen machen. Komm, wir machen mal ein paar Produkte mehr heute. Ich sage, dieses Produkt, das ja, naja, wirklich eins wäre, was ich mir eventuell kaufen wollen würde, kostet 16,99 €. Nee, jetzt gehe ich mal drüber. Ich sag nämlich 21,99 €. Du kannst ruhig drüber gehen. 21,99 € für dieses Produkt. Und es ist 36. Oh, das ist mir zu teuer. Kann es sein, dass einfach alles teuer ist? Ja, das kann sein. Das kann sein. Alles ist teuer. Winzigen Spiel drin. Ja, ja. Nee, das ist mir zu teuer. Aber 16,99 € war auch keine gute Schätzung. Oh, das mache ich ja gerne. Salzzitronen. Salzzitronen kannst du auch schön einwecken. Eingelegte Zitronen. Couscous. Salzlake. Ich mache heute einen Couscous. Willst du ein Stück? Willst du ein Stück von meinem Couscous? Nee, danke, aber die sind in Salzwasser und dann sind die so für Kochen, so Reis und sowas. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie halt Essiggurken, kannst du auch dann halt Salzzitronen essen. Mag ich eigentlich ganz gern. Also ich mag ja gern so Zitronennudeln und sowas und dann machst du das in... Genau, dann machst du das da rein. Hm. So, jetzt sprechen wir hier aber von wie von viel? Fünf? 500 Gramm Behältern. 100 Gramm Behälter. Also irgendwie ist das nicht so. Also ist da überhaupt ein Etikett drauf oder was? Nee, die werden richtig selbst gemacht noch. Das sieht aus, als wärst du selbst gemacht, ne? Als würde die Oma das auf Amazon verkaufen. Direkt aus Marokko. Ach guck mal, das scheint echt ein ganzes. Pass auf nicht, dass da irgendwo der Preis wieder Thema steht. Zu sein, oder? Oh, das ist unser schwarzer Knoblauch. Den hatten wir doch schon mal da rechts. Schwarzer Knoblauch, den hatten wir mal. Und hatten wir nicht auch schwarze Limetten mal? Ich glaube, wir hatten so ganz harte, ganz kleine, getrocknete Limetten oder irgendwie. Ja. Ich glaube, so in die Richtung marokkanische Küche, so mit Reis oder sowas, ist eigentlich ganz geil. Kann sein, ja, das kann sein. Okay, was kostet denn so, wie viele 500 Gramm Packungen? Drei oder fünf? Fünf. Salzig und sauer trifft Orient. Sehr speziell und bestimmt nicht etwas für jeden. Wer aber gerne experimentell unterwegs ist, dem sei empfohlen, erst einmal die kleine Menge. Wirklich experimentell unterwegs. Und das isst man zu Fisch, Reis. Kannst du eigentlich mal Couscous gerne auch, Risotto? Risotto kann ich mir übrigens auch sehr gut vorstellen. Ja, köstlich. Aber kann man natürlich auch aber jetzt die Menge finde ich schwer. Fünfmal halbes Kilo. Ja, so ein Dings oder was? Es kann doch nicht so teuer sein, sonst würde man sich das doch nicht kaufen. Ich sage, das kostet. Es kann doch nicht so teuer sein, sonst würde man das doch nicht kaufen. Ich sage, das kostet. Es kann auch nicht so teuer sein, sonst würde man sich das doch nicht kaufen. Das ist ein gutes Argument. Dass wir das auch bei Hunderten von Produkten noch nie angebracht haben, das Argument. Wir sind hier im hoffenheimischen Bereich. Das ist eine Kleinstadt nähe Sinsheim. Bekannt mittlerweile für die TSG Hoffenheim. Das ist ein Fußballverein aus meiner Heimatregion. Wir sind bei 18,99 €. Also du sagst 5 Euro pro Eimer, 4 Euro pro Eimer, sowas. Naja, 4 Euro wäre ja auch schon zu viel. Nee. Unter 4 Euro, sage ich. Mehr. Das kostet mehr. Ich sage 25 Euro glatt. 25 Euro gegen Hoffenheim, ich bin sehr gespannt. Und es sind 34,99 €. Oh, das ist doch zu teuer, das könnt ihr selbst machen. Aber wird dann die Schale auch so ganz weich, dass man die mitessen kann? Weil ich habe gemerkt, ja, ja. Dass hier auch die Schale... Kannst du es mitessen? So mit... Da musst du natürlich auf Bio-Zitronen achten. Ja! Vorsicht! Achtung! 3:2? Ist das wirklich die aktuelle... Ich will nur wissen, ob ich Angst haben muss. So, das Hundehebegeschirr. Ganzkörperunterstützung, und Erholungsschlinge. Ist es die Erholungsschlinge. Das ist doch mal ein Wort, oder?
Haustier-Hinterbeinstütze, Reha. Euphemistischer Ausdruck, um Leute zu hängen einfach. Ja. Erhol dich mal, komm, erhol dich mal. Sie sind verurteilt in die zur Erholungsschlinge. Hundetrage, ich will mich noch nicht erholen. Für ältere Hunde mit Gelenksverletzungen. Ach, süß. Mittel, aber nur mittlere Gelenks. Mittlere, schwere, da ist nichts für. Also ich habe kurz überlegt, ob es für den Hund ist oder ein Sportgerät für den Mann. Ja, dass du sagst, so auch mit Hund noch Sport machen. Genau, ihr Hund will nicht joggen gehen, alles klar, dann machen sie anderweitig Sport mit ihrem Hund. Ja, ist natürlich häufig, ne? Bei Hundebesitzern habe ich das, ich habe sowas schon gesehen auf jeden Fall. Halten die dann so hoch und schleudern die dann so durch die Gegend, habe ich alles schon gesehen. Wir sind im Mittleren, also die Frage ist natürlich. Oh. Ah ja. Oh, guck mal, du hältst die ganze Zeit so ein bisschen. Walk. Was hat? Entschuldigung! Entschuldigung! Was? So ein bisschen Massage, hochtragen. Der soll das immer tragen? Kann es theoretisch. Das macht doch kein Hund mehr. Er kann, wenn er Bock hat. Wenn er sagt, nein, danke, dann kannst du es ihm auch ausziehen. Ah ja. Das musste an der Puppe gemacht werden, weil ein lebender Hund lässt sich das nicht ranmachen. Das wäre Tierquälerei. Die hassen das. Ja, die Hunde hassen unser Produkt, das stimmt. Da arbeiten wir noch dran. Oh, das, ja. Ja. Gut, kommt zu meiner Schätzung und das wird eine ganz grandiose Schätzung. Es wird eine ganz grandiose Schätzung. Und zwar ist die Schätzung folgendermaßen, mittelgroß, folgendermaßen, hör mal gut hin, hör mal gut zu. Hör mal hin, 39,99. Nee, jetzt bist du übers Ziel hinausgeschossen. Jetzt bist du. Hundebedarf. Nein, nein. Medizinbedarf, Hundebedarf ist gleich 20 Euro. Nein, 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 nein. Das kostet ein Schneebesen. Nein, 29,99 €. Das kostet ein einfacher Schneebesen. Wir sind bei 83,70 €. Alter, wie können sich Menschen Hunde leisten eigentlich? Lotto. Unfassbar. Tatsächlich gibt es nur Lottogewinner, die sich einen Hund holen. Und du gewinnst den Hund auch gleich dazu oder hast du dann nur genug Geld? Ja, du kriegst einen Gutscheincode. Okay. Ein Hund. Gutscheincode Dog. TikTok, Bluetooth, Fernbedienung, FB, TikTok, Fingerspitzen, Seitenwender, Scrolling-Ring. Oh, was? Was genau? Great for scrolling, TikTok. But she's not scrolling. Doch, nee, sie hat einen Ring am Finger. wie wir wieder blöd gucken. Hä? Ach, du scrollst dann mit den Augen? Nee, mit dem Ring oder was? Aha. Ach, du kannst dann so einfach. Oh nee, das sieht mir schon wieder zu billig aus. Ach so, und der macht. Nee, das sieht. Man will doch gerade, ey, der macht es doch mit Touch. Ich glaube, wir müssen uns das Video anschauen. Also, du kannst dann malen und gleichzeitig den TikTok scrollen. Meine Güte, die Menschheit ist komplett lost. Oh Gott, ist sie lost. Oh Gott, ist die Menschheit am Arsch. Ach, finde ich aber nicht so schlecht. Wenn du da noch deine Tastatur dabei hast, dann kannst du da wirklich. Menschheit. Die Menschheit ist gefickt. Gefickt, was ist das denn? Nein, ach, was ist das denn? Sag mal, sind das die Fernseher der Zukunft? Ey, ohne Witz, ne? Querformat ist Bullshit. Ab nächstem Mal machen wir für Flixeklicks Hochformat. Ja. Hochkant. Und die Leute sagen wir alle, aber wir machen es seitlich. Dass die Leute alle ihren Monitor auf die Seite stellen können. Finde ich eine gute Idee. Ja, guck so mal, wird es vorbereitet. Genau. Boah, das sieht doch viel cooler aus schon. Ah, na, das muss natürlich geändert werden. Hier will ich natürlich schon noch meine Hand haben. Ja, das muss schon. Ich will auch komplett aufstehen können und alles. Okay, interessant. Also, das klemmt man ans Handy. Aber gibt es denn nicht irgendwelche Mods, die man installieren kann, sodass es dann weiter scrollt? Habe ich mich übrigens auch schon gefragt. Also ich muss zugeben, ich habe schon dieses Problem gehabt, dass ich mir dachte, wieso kann es nicht mal von alleine weiter scrollen? Muss ich zugeben. Ja, ja. Aber gibt es sowas nicht als Programm? Muss man dafür sich so einen scheiß billigen Ring holen und dann drückst du da auf diese Knöpfe hasse ich, weißt du, ich sehe doch da schon den Sand rein und dann knarzt das. Ich bin ja gerne am Strand. Don't work on iPhone. I'm so disappointed if it doesn't work and it is a waste of money. Hm. Ah. Es tut mir leid. Okay. In der Beschreibung gelogen. In der Produktbeschreibung steht, man könne die Fernbedienung mit einem Kindle verbinden. Dies ist leider nicht möglich. Okay.
Es geht weder mit Kindle noch mit iPhone. Für was geht das denn? Ja, nur mit dem Nokia 6310. Perfekt zum Lesen. Nein, aber bei einem Kindle bist du doch so nah. Ja, aber wenn du es halt im deine Arme nicht benutzen willst. Ja, du liegst im Bett und es klemmt dir so vor den Augen. Nee, das ist doch alles Quatsch. Ich verstehe es für Leute, die ihre Hände vielleicht nicht bewegen können, weil sie im Krankenhaus sind. Das haben wir auch gesehen, ein Beispiel. Ja, da verstehe ich es. Aber weißt du, was man, glaube ich, damit richtig geil machen kann? Senf essen! Weil du lehnst dich einfach Wieso zurück. Wieso kann man damit Senf essen? Du drückst einfach drauf und dann kommt ein bisschen mehr Senf aus der Spritze raus. Nee, das ist ja für Scrollen gedacht. Kannst das ist bestimmt umbauen. Da baue ich ein Arduino, mache ich den 20 Minuten. Ah, okay. So ein Vogel. Du bist so ein geiler Hacker. Ey, Florentin Will ist so ein geiler Hacker. Ja, bin ich. Hab nur mal Fähigkeiten. Ach, zeig mir deine Qualitäten, Baby. Was könnte das kosten? Du könntest hier ausgleichen. Also du hast schon recht, es ist schon sehr billig. Es sieht billig aus. Und wie lädt man es auf? Ah ja, doch, da ist ein Ladeding und dann hat das Teil Mini-USB-Gedöns oder was. Es sieht billig aus. Ich sage, wir sind hier bei 24,99, auch wenn ich diese Schätzung schon oft erfolglos gemacht habe. Jetzt wird sie korrekt sein. 24,99 €. Wasser, trink und leb. So eine Schätzung? 18,99 €. Ich hätte so gerne deinen Job, Lars. Ohne Witz. Das muss so geil sein. Glaubst einfach trinken und sagen. Glaubst du, dass meine Lehrer so von früher, so Deutschlehrerin oder so, meinst du, stolz auf mich? Ich glaube schon. Ja? Der kann eine halbe Flasche auf einmal trinken. 18,99 € zu 24,99 €. Hoffenheim! Einer ärgert sich, einer freut sich und es sind... Ja! Nein, come on, ich hatte die Fisch. Yes, das war der Fisch. Nee, die Senfkartenfluch. Senfkartenfluch. Aus allen Lautsprechern drückt der Senfkartenfluch. Oh. Okay, weiter geht's mit Mommet. Elektronische Spardose für Kinder. Moment mal. Hatten wir sowas nicht schon mal? Nee. Wir hatten einen Schlüssel-Safe. Wo das irgendwie geboren wird, irgendwas. Ah, ja. Cash. So ein Hamster. Nee. Bareintritt. ABS. Das war richtig weird. Ah, gut, dass das Ding ein Anti-Blockiersystem hat. Sonst fliegt dir das Cyberkurven komplett aus der Bahn. Stock. Indicator. Open the knob. Öffnen Sie den Knopf. Okay, da sind so viele Anweisungen auf einmal. Dieser scheiß Panda auch. Hier, los, Cash Entrance, hier. Open the knob. Öffne den Knopf. Los, mach schon. ABS-Material. Schraubendreher und Cartoon-Aufkleber. Free, kostenlos. Was ist das? I don't get it. Ermöglicht das automatische Einrollen der Banknoten in den Automaten. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die Abdeckung und legen Sie 3 AA-Batterien ein. Ey, wo der Automat steht, gestern habe ich Geld abheben wollen aus dem Automaten und dann kam das Geld nicht raus, obwohl ich halt alles richtig eingegeben und die haben auch gesagt, schönen Tag noch, hier ist Ihr Geld, Herr Dr. Paulsen, und kam nicht raus. Und dann habe ich kurz gegoogelt und so, was man da machen soll, und es gibt tatsächlich einen Trick. Manchmal ist es so, das klemmt dann halt einfach so, die Scheine, die kommen da nicht raus, weil das vertrocknet halt mit der Zeit. So, da kommt ja so viel Geld vorbei. Ja, das sind immer ein bisschen Feuchtigkeiten draus, ja. Und da hast du dann eine Möglichkeit tatsächlich, habe ich gegoogelt, und ich habe Gott sei Dank immer was bei mir. Du musst einfach ein bisschen Senf da reinmachen. Nee! Warte, ich fass es nicht. Du musst Senf da in den Schlitz reinmachen. Ich fass es nicht. Und dann flutscht es wieder. Öffnen Sie die Tür, Sie werden Ihr Geld bekommen. Oh Gott, hatte ich erschrocken. Ist einfach nichts passiert. Dies ist der erste Schritt, um Ihrem Kind finanzielle Unabhängigkeit zu vermitteln. Wir schauen mal rein. Der catcht dich das Song, oder was? Gib dem Panda schnell dein Geld, gib ihm Geld, ja, gib ihm Geld, dein Taschengeld oder was die Omi hält. Gib dem Panda, ja, dein Geld, der Panda, der braucht Cash. Panda braucht jetzt Cash.
Er hat sich ein bisschen mit Immobilien verschätzt und der Panda braucht dein Geld. Jetzt drück hier! Schnell. Ganz genau! Yay! Mach Finanzlernen Spaß! Und hier aufmachen! Ich liebe Finanzlernen! Drück noch ein paar Sticker drauf! Ja, und jetzt drück mal hier! Und jetzt hier nochmal! Oh, ja, geiles Stecken! Guter Clip, ey. Geht so. Ich sage, das ist das allerletzte Produkt, das wir heute sehen werden. Das ist so cool, ey. Es wird danach auch, können wir jetzt schon mal sagen, eine kleine Pause geben, ein paar Wochen Pause von uns beiden. Es sieht ein bisschen so aus, als würde der Panda unserem Gespräch folgen, ne? Oder wenn man es immer so, so macht. Soll ich reden, damit er... Achso, ja, ich seh das ganz genauso. Wolltest du gerade noch was sagen? Nee, Panda, ich wollte dir nur sagen, ich bin noch mal in Elternzeit, deswegen ist Pause hier bei... Kennst du Pfiffige Ziffern? Oh, herzlichen Glückwunsch. Nee, bleib doch bei mir, wenn du mit mir redest. Ich hab ja Elternzeit. Hast du mit mir geredet? Panda! Sag ihm doch auch mal. Ey, Panda! Ey, Panda! Sag Lars gerne mal einen herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Panda. Kannst du Florentin sagen, dass ich danach vielleicht auch nicht wiederkommen werde, weil ich eigentlich nicht so richtig Lust habe auf die Sendung und auf ihn? Vielleicht kommt er nicht wieder. Was? Sag ihm, das kann so auf gar keinen Fall weitergehen. Das kann so auf gar keinen Fall weitergehen. Was meint er mit weitergehen? Was meinst du mit weitergehen? Der soll sich bei mir mal melden. Soll sich bei ihm melden. Sag ihm, dass ich mich so lange nicht bei ihm melde, bis er mir endlich seine Schulden... Könnt ihr nicht endlich miteinander reden? So wird das doch nicht. Panda, du hast ja recht. Ich wünsch dir echt alles Gute zum Geburtstag. Danke. Gerne. 20 Euro, ne? Könnte ich ganz gut gebrauchen. Ja. Ja? Ich wünsche dir einen schönen, erholsamen und erfolgreichen Urlaubstag. Ja, danke, danke. Ja, wie viel kostet die Geschichte? Ich meine, wie viel ist finanzielle Unabhängigkeit wert? 2,99 Euro. Okay. Ist nicht meine Schätzung. Okay. Er hat mir einfach nur eine Frage gestellt. Ja, was soll das kosten? Das wird doch nicht viel kosten. Ich finde die Kommentare geil. Das Ding funktioniert super, unser Kind ist stinkreich. Unser Kind hat 20.000 Euro verdient mit dem Teil in kürzester Zeit. Wir wissen nicht wie. Komm in die Panda-Gruppe. Nervtötend, aber das Kind liebt es. Beschreibung immer genau durchlesen. Die Idee, einem kleinen Tresor als Spardose zu nutzen, fand ich super, funktioniert auch einwandfrei. Nur, dass jedes Mal laut Musik ertönt, sobald ein Geldschein eingesteckt wurde, war überraschend und macht mich wahnsinnig. Unser Sohn liebt es aber. Es ist einfach zu bedienen und für die Kleinen was ganz Großes. Er muss jetzt nur versuchen, immer möglichst viel Geld zu verdienen, damit er es reinstecken kann. Deswegen hat er sich jetzt gerade bei einem Callcenter angemeldet und arbeitet jeden Tag 8 Stunden im Callcenter, damit er mehr reinstecken kann. Für uns nervtötend, aber er ist glücklich. Ja, aber ohne Witz, wie viel Geld hat das Kind denn? Das ist nervtötend viel häufig ertönt. Das darf halt nur das Passwort nicht kennen, ne? Fluntin, ich sag dir jetzt meine Schätzung. Hm. Nee, du musst anfangen. Ah, nee, ich habe die Senfkarte gezückt. Scheiße. Ah, ich bräuchte aber ein paar Pünktele. Dann sind wir halt bei, meine Güte, dann sind wir halt bei 19,99. Wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Oh, jetzt habe ich Kopfschmerzen. Nein, der Schätzung. Ich sage 25 Euro glatt. Oh, das ist aber nicht so weit entfernt Euro von dem, glatt. Was ich gesagt habe. 25 Euro glatt und wir schauen rein und es... Oh, holy Schmosen. 25,98. Ach man, ey, wie soll ich denn da drauf kommen? 98. Alter Schmanzer. Alter Schmanzer, aber war auch ein bisschen zu nah an meiner Stelle. Hast du aber gut gemacht, muss ich sagen. Und wir schauen mal ganz kurz auf den Punktestand. 5:3. Herzlichen Glückwunsch. Hast du gut gemacht. Wunderbar. War da die Senfkarte mit drin? Weiß ich nicht so. Warte so. Mal, ich wünsche dir alles Gute. Hier ist nein. Es würde jetzt an der Stelle die Freude kommen. Ne? Aber ich muss sagen, ich kann mich nicht freuen, wenn ihr nicht abonniert. Deswegen würde... Die abonnieren doch bestimmt. Meinst du, versprichst du mir, dass die auf Abonnieren klicken? Die abonnieren nicht nur, die liken und kommentieren auch und machen die Glocke. Wirklich? Das finde ich wirklich klasse, dann kann ich mich jetzt freuen. Hi, ich bin Lars. Ich habe gewonnen. Ich freue mich sehr. Die Ente und ich, wir freuen uns sehr. Lasst ein Like da. Okay, jetzt alles klar. Wir freuen uns sehr. Gut. Jetzt geht's immer weiter. Wir freuen uns sehr. Alles klar, wunderbar. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Gebt euer Geld für gute Sachen aus. Macht's gut. Ich bin raus. Ciao.
Mein Lieber. Lars, kommst du? Weiter. Wir freuen uns sehr. Kommst du, Lars? Wir müssen los. Wie ist denn das? Ja. Wir Lars! Ich will nicht meinen Assistenten schicken. Nach Hause. Wir freuen uns sehr. Aua! Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Pfiffige Ziffern.